Hallihallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch. Ich versuche heute mal, da ich etwas unter Zeitdruck stehe, ein Video zu machen, ohne großartig zu schneiden. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Deshalb fangen wir jetzt schnell an, denn wir haben schon Dienstag und morgen soll ja eigentlich das Video rauskommen, weil Mittwochsvideo. So, jetzt schnacke ich nicht lange, wir fangen an. Es geht heute um eine Verpackung, hast du ja schon gelesen, und zwar um eine Nikolaus-Verpackung. Und zwar ist jetzt ja irgendwie nicht so, also es ist jetzt nichts Großartiges. So. Aber sie hat so einen kleinen Gag drin, und zwar, wenn du hier ziehst, dann guckt dich da jemand an. Tatsächlich konnte ich hier jetzt irgendwie keinen Stopper rein machen, also wenn du zu doll ziehst, hast du es rausgezogen, aber ist ja nicht schlimm, kannst ja wieder reinstopfen. Und die Verpackung fängt gut an. Die Verpackung ist nicht so zu öffnen, also du musst sie zerstören. Das ist einfach nur dem Umstand geschuldet, dass du erstmal neugierig wirst, weil du wirst gucken, oder der Beschenkte wird gucken, wo geht es denn hier auf? Tut sich nichts, ziehen wir mal da. Oh, in Nikolaus. So, das war eigentlich meine Motivation dahinter. Und allzu schwer ist es nicht, aber ich nehme dich jetzt trotzdem mit, wenn ich eine weitere Verpackung für einen weiteren dieser lustigen Gesellen erstelle. So, dann beginnen wir mal. Ne? Lass uns die Spiele beginnen. Ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich hoffe, dann geht es schneller. Ich habe mir hier ein Stück Cardstock zurechtgeschnitten mit dem Maß 22 x 22 cm. Und ich würde sagen, das falzen wir als erstes mal und schneiden es ein bisschen zurecht. Geht schon gut los. Ich schiebe hier gleich mal alles durch die Gegend. Kann nur besser werden. So, dann... Nee, ich glaube, ausklappen brauche ich es gar nicht. Und zwar, egal an welcher Seite du jetzt anfängst, weil du bist ganz schön nah. Ich kriege ja noch nicht mal das Blatt ganz drauf. So. Haben ja beide Seiten 22 cm, also links wie rechts, was du für eine Seite bei der ersten, also bei den Falzen erstmal anlegst. So, ich fange jetzt an, sage ich mal, zu falzen. So. An der ersten Seite, die ich anlege, falze ich erstmal lege ich mir die Falzklinge rein. Das wäre schon mal ganz gut. Bei 2,5 cm. Und tatsächlich heute nur in Zentimeter. Und dann drehe ich das Ganze um. Bin ich noch richtig? Ja. Und falze das bei 1,5 cm. Gott, jetzt kann ich noch nicht mal meine eigene Skizze mehr lesen. Es wird lustig. Also auf jeden Fall dann bei 1,5. Und dann bei 5,5. Das ist hier unten, das ist der Boden. Und das hier oben ist dieses Teilchen. Nur so zur Verdeutlichung. Und jetzt machen wir halt noch die Seitenteile. Die bräuchten wir ja auch. Und da fange ich an bei 1 cm. Bei 5. Bei 11,5. Und bei 15,5. Und ich glaube, das war's schon. Ne? Oder? Fehlt mir noch was? Nö, mir fehlt nichts mehr. Das ist schon mal alles erstmal. Und jetzt brauchen wir hier für diese 4 cm großen Quadrate noch ein Dreieck drin. Das ist aber auch ganz schnell gemacht. Einfach ein Bleistift und ein Lineal. Und dann markiere ich mir hier in diesem, weiß gar nicht, siehst du es? Ich glaube ja, in diesem 4x4 cm großen Quadrat hier oben die Mitte und dann ziehe ich die Falz einfach rechts und links hier runter. So der vermessene Plan. Ich denke, das müsste funktionieren. Das ist ja jetzt nicht so eine riesen spektakuläre, aufwendige Arbeit. Allerdings geht es schief, wenn du hier kein Falzwerkzeug irgendwie so hast. Ich habe eins gefunden. So, und dann einfach nur runterziehen.
Und hier. Zap, zap, fertig. Und jetzt müssen nur noch die Klebelaschen hier unten eingeschnitten werden. Und das habe ich in der Tat schon mal vorbereitet. Haha. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Vorbereitung ist alles. Hier sind auch schon die Falzen gezogen, die Dreiecke. Ja, und dann einfach nur die Klebelaschen anschrägen und fertig. Als nächstes habe ich hier mir schon ein zweites Stück Cardstock zurechtgeschnitten. Das hat das Maß 6,5 mal 14 cm und ein Stück schwarzen. Da habe ich jetzt tatsächlich ganz dünnes Tonpapier in schwarz genommen. Das hat ein Maß von 14 mal 4,5. Das kommt einfach nur hier oben drauf. Also einfach festkleben. Das hätte ich dann hier auch schon mal vorbereitet. Ach, es ist ja heute wie Fließband, ne? Denn das soll hier oben drauf. Da so drauf. Das finde ich ganz nett. Das gibt dann nämlich hier die Vorrichtung für diese Schiebelasche. Also das oben drauf. Weil irgendwo hinter muss sich das ja verstecken, ne? Da siehst du ja so ein bisschen. So, Dille, dann haben wir das auch. Und ein kleines Stück schwarzen Tonpapier. Ich wollte schon Cardstock sagen, ist es ja aber nicht, ist ja Tonpapier. Das hat das Maß 5,5 mal 4,5. Und das wird dann hier oben drauf geklebt. Das ist alles. Das machen wir mal schnell. Ich klebe auch was. Juhu! Ja, ein bisschen was müssen wir ja machen. Aber es kommt ja noch was. Also es sieht jetzt schon so fast fertig aus. Nein, ist es natürlich nicht. Da kommt schon noch ein bisschen was dazu. Aber wie gesagt, ich wollte mal versuchen, ein Video ohne Schneiden. Andere schaffen das auch. Vielleicht kriege ich das auch mal hin. So, das nehmen wir jetzt einfach hier. Und dann... Also so ganz genau wirst du es wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Also ich krieg's nicht hin, ne? Weil ich schneide nicht immer gleich. So, dann liegt das schon mal hier drauf. Ich ziehe mir hier die Falz tatsächlich noch mal ein bisschen nach, damit mir das später nicht irgendwie blöd bricht oder so, ne? Das würde ich jetzt nicht so schön finden. Ist jetzt auch minimalster Aufwand. Aber ich finde, es rentiert sich. Dann haben wir das auch schon. Das geht ja hier wie am Fließband. Jetzt habe ich mir eine Stanze rausgesucht für das Fenster, weil es soll ja so ein bisschen wie so eine Gürtelschnalle anmuten. Das ist ja so das Ding dahinter. Und da bin ich bei Crafty Motions fündig geworden. Jetzt frag mich mal, wie die heißen, ne? Genau. Ja, also findest du alles unten verlinkt, ne? Mach dir mal keinen Stress, ich mache mir jetzt auch keinen... Auf jeden Fall habe ich mir praktisch das zweite Quadrat mit dem Rahmen rausgesucht aus dem Päckchen. Also ich muss sagen, finde ich eine sehr, sehr coole Stanze. Oh, Entschuldigung bitte. Und da müssen wir jetzt tatsächlich was ausstanzen. Eifer, biebsch nochmal. Ich habe mir hier goldenen Cardstock genommen und den mit doppelseitigem Klebeband versehen. Jetzt mache ich mal einen Kleber zu, bevor der hier auftrocknet. Und das packen wir mal ganz kurz zur Seite. Das brauche ich gerade nicht. Jetzt positioniere ich mir das einfach da drauf. Also nichts Aufwendiges. Und möchte gerne ein Stück... Ich habe hier so Post-it-Klebeband. Damit fixiere ich mir hier einfach nur meine Stanze, dass sie einen schönen, gleichmäßigen Rahmen hat. Und dann kurbeln wir es durch die Big Shot. Da ich jetzt hier mehrere Lagen habe,
also sprich Cardstock und das Klebeband, muss ich sagen, mache ich das einfach zur Sicherheit zweimal vor, zweimal zurück. Dann ist es auf jeden Fall gut durch. Das hört sich an, als hätte ich gerade ein Kochrezept, ne? Nee, also du weißt, was ich meine. Dass alle Lagen durch sind. Und dann könnte ich weitermachen, wenn das hier willig ist. Gerade nicht. Ich merke schon. So. Das, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Das kann ich später rausfuddeln. Und somit habe ich schon meinen goldfarbenen Rahmen. Habe ich noch einen? Ich brauche das jetzt auch nicht rauszufuddeln. Weil, tada, auch da haben wir schon wieder was vorbereitet. Hier ist mein anderer goldfarbener Rahmen. Und dieser Rahmen, den klebe ich jetzt einfach nur hier drauf. Versuche den halt so ein bisschen da so hinzustupsen, dass er einigermaßen mittig klebt. Dass es ein bisschen schick aussieht, ne? Dass es so ein bisschen passend ist. Auch das hätte ich hier schon wieder vorbereitet. Das sind dann die anderen Einzelteile für die nächsten, die ich noch produzieren darf. So, da haben wir dann hier die zwei Teilchen, die gehören hier dazu. Und schon kann das weitergehen. Und zwar können wir ja jetzt hier noch nicht durchgucken. Das ist ein bisschen unschön. Deshalb kuppel ich das jetzt hier nochmal so aus. Also auch gar nicht so. Das setze ich mir einfach nur nochmal genau in diesen Rahmen rein. Und deshalb nehme ich halt hier auch nur dieses dünne Tonpapier. Denn sonst kriegst du unter Umständen ein bisschen Probleme beim Kurbeln. Und man muss es sich ja nicht ganz so schwer machen. So, das hier einfach nur durch. Schon Hammers. Ich lasse das jetzt nur hier gleich stehen. Dieses Teilchen, was du jetzt hier ausgekurbelt hast, das müssen wir aufheben. Das brauchen wir nachher nochmal. Und dann können wir eigentlich gleich weitermachen. Denn hier brauchen wir ja jetzt ein Loch drin. Also weil, es ist ja so ganz nett, aber dann gucken wir immer noch nicht auf den Nikolaus drauf. Und das will ich hier haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie mache ich es? Ja, ich habe eine A4 Big Shot. Ich hätte das jetzt also ohne Probleme einfach die Stanze hier positionieren können. Ne? Hat aber nicht jeder. Somit passt es ja dann nicht durch die Big Shot. Und ja, das machen wir jetzt auch ganz spektakulär. Einfach nur den Rahmen hier anzeichnen. Und dann gehen wir hier mit dem Cutter drauf dran. Das ist aber jetzt ja auch etwas, was sich tatsächlich in Grenzen hält. Allerdings wird es schwierig, wenn du deinen Cutter nicht findest. Ha, ich habe es gefunden. Ja, und dann wird einfach nur hier das ausgekattert. Ich nehme halt die äußere Bleistiftlinie. Ist gar nicht so einfach hier zu sehen. Ich glaube, ich müsste es ja ganz gut getroffen haben. Denn hier sind ja so ein bisschen, ist ja Lichtkonzert und dann spiegelt sich hier manches. Und dann siehst du nicht alles, ne? Ach, auch noch getroffen. Na, perfekt. Und da das ja hier nur eine einfache Lage Cardstock ist, geht das ja auch relativ zackig durch. By the way, das ist das Beste, was ich mir jemals gekauft habe. Diese kleine magnetische Cuttermatte mit dem Metalllineal. Das habe ich jetzt mittlerweile zweimal. Einmal für unterwegs und einmal für hier zu Hause. Und kommt hier irgendwie ständig zum Einsatz. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Das brauche ich tatsächlich nicht.
Und somit haben wir jetzt hier das Loch. Dann kann der Nikolaus da nämlich rausgucken. So, und jetzt müssen wir das gute Teilchen zusammenbauen. Und das bedeutet, dass ich erstmal so, na, wie heißt das denn geschwind? So 3D-Klebeband. Ach je, jetzt fällt hier alles rum. 3D-Klebeband brauche. Denn das muss ich ja ein bisschen, ne, erhöhen. Und dafür bräuchte ich eine Schere, die ich dann wo finde? Hier. Ja. Da gucke ich jetzt, ich klebe jetzt nur hier lang. Und mach das nicht zu dick. Das 3D-Band. Denn sonst wird das irgendwie nichts. So. Hier werde ich mir jetzt mal gerade die Falz ziehen, damit ich weiß, bis wohin ich mit dem 3D-Klebeband gehen kann. Juppie. Also so vorbereiten ist ja echt schon der Knaller. Da ist man ja doch schon ein bisschen schneller. Was eine Erkenntnis. Die Erkenntnis des Tages. So, dann haben wir hier... Das müsste passen. Ich war... Wir gucken mal. Ja. Genau, das müsste... hinhauen. Tatsächlich ist es eigentlich eine relativ einfache Verpackung. Beim Erstellen hatte ich irgendwie einen Knoten im Kopf und habe es nicht hingekriegt. Aber das war, glaube ich, der Tagesform geschuldet. Denn dann hat es auf einmal geschnuckt. Ich habe mir noch ein Stück roten Kartstock zugeschnitten. Übrigens, das ist alles wie immer von Faltkarten. Das hat das Maß 5,5 x 4,7. Das ist ein bisschen kompliziert. Halt so gemacht, dass der hier reinpasst. Ne? Das ist nämlich das, die Unterkonstruktion sozusagen für dieses Schiebeelement. So, das bedeutet, ich lege mir das jetzt hier rein. Leg mir das hier oben drauf. Wie es denn dann am besten vorzugsweise fertig positioniert liegen soll. So sieht das ganz gut aus. Und dann kriegt dieses schwarze Teilchen von hinten Kleber drauf. Und wird hier in dieses Fenster, in diese Lücke einfach eingesetzt. Und damit wissen wir dann auch genau, wo sich die Lücke befindet. Jetzt kannst du das noch ein bisschen gerade machen. Ich habe das jetzt hier sehr schief gehabt. Das war es dann auch schon, liebe Leser. Was braucht man noch? Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen Bändchen. Tatsächlich. Ich habe mir hier aus dem Fundus was rausgeschnappt. Habe keine Ahnung, woher es ist. Aber ja, Band hast du bestimmt genügend. Ich habe halt das hier genommen. Das hat mir einfach ganz gut dazu gefallen.
So ein Stückchen, da brauchst du jetzt ja echt nicht viel. Und dann habe ich mir hier einfach ein bisschen Kleber reingesetzt. So. Und das kommt jetzt hier drauf. Ach. Herrlich, ne? Wenn das wieder aufgeht. Ich brauche noch einen kleinen Rest schwarz, aber da kannst du wirklich irgendeinen... Also mir ist hier halt ein bisschen was übergeblieben. Das nehme ich jetzt einfach nur... Das war doch richtig. Um es dahinter zu kleben. Damit das hier ein bisschen verdeckt ist. Das habe ich mir überlegt jetzt mal einfach. Also ich setze es einfach mittig. Und darüber gebe ich jetzt nochmal so einen Streifen von dem Schwarz. So. Ist aber auch wieder dieses dünne Tonpapier. Ich finde, das reicht einfach. Das soll ja nur, damit es nicht irgendwie hakelt, ne? Deswegen setze ich das nochmal da drüber. Kleb mir noch ein bisschen die Finger zu. Und dann drücke ich das hier halt nur gut an. Und so ist das hier auch nochmal von hinten gut fixiert, das Stückchen Bändchen. Der Überstand, ne, brauche ich nicht, kann weg. Ja, was soll ich sagen? Wir nähern uns dem Ende. Das ist hier meine Schiebelasche. Das funktioniert dann auch ganz gut. Yep. Und nun kleben wir das hier drauf. Also das heißt, ich ziehe mir einfach nur meine Trägerfolie hier ab. Setz das drauf. Und dann hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Haha, funktioniert. Siehst du? Zap, zap. So, jetzt kann ich... Das Häuschen, das Haus von Nikolaus. Das ist drunter. Das wird, glaube ich, mein Titel. Das Haus von Nikolaus. Jetzt kann ich hier die Falzen einfach nachziehen. Und dann zusammenkleben. Da ist ja jetzt nichts mehr Schwieriges dran. Haben wir alle? Nee, die haben wir noch nicht. Nicht ganz. So. Jetzt aber, ne? Ja. So. Die erste Falz, nee, die, warte mal, das ist die erste, die zweite Falz, die knicke ich nach innen. Und die oberste Falz, also die dritte in meinem Fall, die klappe ich nach außen. Also so. Und jetzt können wir zusammenboffen, ne? Passt. Hier auf die Klebeflasche gebe ich... Klebeflasche nicht, aber auf die Klebelasche gebe ich den Kleber aus meiner Flasche. Das macht Sinn. Und ja, ne? Dann ist es eigentlich auch schon passiert. Das Haus vom Nikolaus nimmt Gestalt an.
Jetzt machen wir hier den Boden noch zu. So ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen arg lang, ne? Also kommst du ja kaum hin, um das festzumachen. Ha, aber hier haben wir was. Das ist lang genug. So, und da wäre ja, also beziehungsweise ich habe ja hier diese Dreiecke reingezogen. Das ist jetzt dann einfacher zum Zusammenfalten. Hoppala. Jetzt kommt der lustige Geselle hier rein. Ist ja auch nichts mehr vom Preisschild oder so, ne? Sowas habe ich ja immer ganz gerne, ne? Wenn du so einen Kram kaufst und dann ist, hängen da immer noch 18 Preisschilder drin. Oder dran, drum und 17 kriege ich weg, das 18. bleibt kleben. Ja, immer ganz toll. So, funktioniert. Da guckt er. Das war doch jetzt echt mal, ich möchte es ja fast nicht laut sagen, eine schnelle Nummer. Ich klebe das hier oben in der Tat zu. Ich möchte das so, weil hier ist mein Nikolaus jetzt drin. Und ich finde es eine nette, kleine Geschenkverpackung. Und da das eine sehr, sehr junge Dame erhalten wird, das eine zumindest, finde ich das völlig in Ordnung. Da müssen die Verpackungen jetzt auch nicht für die Ewigkeit gemacht sein. Und deshalb darf das jetzt hier auch mal zum Kaputtreißen sein. Muss nicht immer sein, ne? Klar. Aber in dem Fall finde ich es jetzt auch mal okay. So. Dann noch mal kurz anhalten. Ich habe ja noch überlegt gehabt, machst du noch ein Glöckchen oder sowas dran? Aber, also ich habe jetzt noch keinen Nikolaus mit einem Glöckchen an der Schnalle gesehen. Falls du das gesehen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare, dann gibt es das nächste mit Glöckchen. Ich kenne jetzt keinen mit Glöckchen an der Gürtelschnalle. Und deshalb bleibt so. Ja, was soll ich sagen? Das war meine Verpackung. Und ungeschnitten, gucke ich jetzt mal gerade aufs Display, habe ich hier knappe 30 Minuten. Ich bin begeistert. Okay, es war viel Vorarbeit, ne? Ich habe viel einfach eben nebenbei gezogen. Aber trotzdem, ich finde es knuffig, meine zwei Gesellen hier. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt auch schon. Ob es ab nächster Woche jeden Mittwoch ein Video gibt, weiß ich noch nicht, da ich ja, also du wirst es dann noch sehen. Es kommt da ja noch eine Kleinigkeit, da bin ich auf Insta ein bisschen untriebig, sage ich mal, umtriebig, genau. Und ja, da weiß ich nicht, ob ich es zeitlich noch schaffe, aber ich bemühe mich natürlich. Für heute verabschiede ich mich von dir, ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwoch. Also, falls es mit, ein Mittwochsvideo wird, ich gebe mir Mühe. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.